Hallo ihr Lieben, so ihr wisst ja, ich mache ja auch diese Influencer-Sachen, sprich ich kriege von Firmen entsprechend Produkte zugesendet, das kann Schmuck sein, das kann Elektronik sein, Kleidung sein oder wie aktuell sogar Waschmittel, welche sich dann testen soll und dann entsprechend rezensieren und ja, überall dann posten, promoten. Moment. Und jetzt kam Tatsache, wie gesagt, Weichspüler an. Ich sage jetzt noch nicht welcher und was, weil ne, muss ja dazu erst noch testen und dann gibt es mehr Infos. Aber dadurch wurde mir dann plötzlich etwas klar. Und so, okay. Und zwar vor einiger Zeit habe ich einen Ring gesendet bekommen und da stand nichts da. Ich wusste nichts damit anzufangen. Ich wusste nicht, ist das jetzt eben zum Beispiel wieder irgendwas zum Testen, ist es halt einfach ein Werbestück für mich oder ist es Tatsache von einer Person, die mir das zugeschickt hat, weil der Witz ist ja, erst hat man, ja, gab so verschiedene, kurz vorher eben verschiedene Anekdoten, sprich eine über Facebook hat mich kontaktiert und hat dann so öffentlich auch geschrieben, ja und würdest du bei mir ja sagen und ich bring dir auch einen Ring vorbei und alles und dann, wie gesagt, gibt es eine andere Person, die dann auch gesagt hat, ja, ich würde dir sofort einen Heiratsantrag machen, ich habe nur gerade kein Geld, aber einen Kaugummi-Automatenring, den besorge ich dir sofort. Und dann kam dieser Ring an per Post. Und dann stehst du da. Was ist das jetzt? Von wem kommt der? Weil, wie gesagt, es stand auch absolut nichts dabei oder drauf und eben vom Absender her konnte man auch gar nichts von ablesen. Jetzt weiß ich aber, das ist Tatsache auch über dieses Influencer-Programm lief, denn auch da stand eben dieses PD-Box drauf, was jetzt auch hier war. Da ich aber leider eben nicht weiß, welcher Anbieter, welcher Hersteller, welche Schmuckfirma oder sonstiges, kann ich, wie gesagt, auch darüber nicht viel sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es geht um diesen Ring. Er passt. Der Stein ist gut, ist allerdings sehr billiges Material, wie man sieht. Also er ist halt Tatsache angelaufen schon. Und ich trage ihn noch nicht lang. Der Stein, wie gesagt, ist ganz gut. Glitzert auch gut. Glitzert mir jetzt auch gerade an die Wand. Aber ansonsten ein sehr, sehr billiges Material. Also wer Modeschmuck mag und somit einfach nur viel und schnell wechseln möchte, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. So sieht er, wie gesagt, auch ganz gut aus. Aber sonst ja, für Allergiker in dem Fall nicht geeignet. Ich kann den halt dadurch auch nicht lange tragen, weil ich dann auch Tatsache sofort eine Allergie bekomme. Das einfach mal dazu.